Gut. Shalom Aleichem. Heute ist 4. Schwat, die Jahrzeit von Baba Sali, Rabbi Yisrael Abuchatzira, und wir lernen Tanja, Kapitel 17. Es gibt eine neue Maschine, diese Maschine heißt Robot. Robot. Robot kann machen ein Auto. Robot kann machen ein ungarische Würfel, die Farben selbst zu stellen. Und ein Robot kann auch machen zum Beispiel Sefer Torah. Du kannst dem legen in die Hand eine Feder und Tinte und programmieren alle Buchstaben und soll er schreiben. Aber es ist verboten. Warum? Weil Hashem will nicht nur die Handlung. Er will auch, und nicht nur auch, sondern sehr stark die Neshama, die Gefühle. Deshalb im Judentum gibt es sehr, sehr viel Diskussionen über Maschinen. Maschinen von Tzitzit, Maschinen von Matzah, Maschinen von Tfilinpressen. Es ist immer ein großes Dilemma, ob Hashem will, soll man machen die Mitzvah mit der Hand, mit dem Gefühl, mit dem eigenen Schweiß, oder man kann nehmen eine Maschine, soll die Maschine soll es für mich erledigen. Der Benoni hat in sich zwei Teile. Die Handlungen macht er gut. Die Frage ist aber, wie seine Gefühle? Furcht zu Gott, Liebe zu Gott. Und das ist sehr interessant. Es gibt zwei Sorten von Sklaven. Knecht. Eine heißt Eved Knaani, knaanitischer Knecht. Und eine heißt Eved Ivri. Was ist der Unterschied zwischen Eved Knaani und Eved Ivri? Eved Knaani ist nur da zu arbeiten. Und er kann nicht sagen, sein Chef, ich brauche jetzt Pause, ich muss beten Minche oder Schachris. Oder heute ist Fastentag. Er ist Eved Knaani. Er ist so wie ein Taxi, er ist so wie ein Esel. Stimmt, hat er Gefühle, hat er Rechte. Aber Eved Ivri ist einer, der dient sein Chef, nicht nur, weil er muss das machen wie ein Robot, wie ein Ochs, wie ein Esel, wie ein Pferd, sondern mit Gefühlen. Es ist interessant, auch bei Pferden ist nicht ganz Pferd. Wenn einer hat gesehen in der letzten Olympiade, die Frau wollte mit dem Pferd Sport machen und die Kommunikation war nicht so gut mental und psychologisch zwischen die beiden, der Pferd hat sie ganz schön gestoßen. Also Menschen und Tiere haben auch nicht nur, die sind nicht Roboten, die haben auch sehr edle und sensible Interaktion zwischen der Befehl und der Mensch. Okay, deshalb beginnen wir dem heutigen Tanja. Und das wird verständlich sein. Das, was steht geschrieben in die Tora, dass die Sache ist, dir sehr nähe, in dein Mund, in dein Herz zu handeln. Also, 5. Buch Moshe. Moshe Rabbeinu vor seiner Kündigung von dieser physischen Welt sagt dem Volk, die Tora ist nicht im Himmel, die Tora ist nicht immer die Pazifik, weit in Mosambik. Die Tora ist nah zu dir, ist nah und jetzt. Und die Tora ist ewig. Die Tora ist nicht nur gegeben, wurde zu der Zeit von 40 Jahre in die Wüste. Manche Leute denken, die Tora ist nicht mehr aktuell, sie ist nicht mehr relevant, sie ist nicht mehr up to date. Nein, die Tora ist nicht. Wenn Hashem hat gegeben die Tora, die Tora bleibt das genauso wie ein Mann hat geheiratet, eine Frau. Spielt keine Rolle, ob sie diesen verheiratet 10, 20, 50, 75, ist dieselbe Heiratsurkunde. Hat sich nicht geändert,
בדי הייראיצוקונד, גינאו זה ונחשבת אונס גיגים די תורה, איז די זל בתורה, איברל. פרק דה אלטרה בהנדלונג פשטייש. תוקרן סיימן בפיילן, ליק תפילין, אס מצא, פסטה עם כיפור, ונגינאו זו וקינדר אין קינדר גרדן. ומיד בגינטמן, ניט שלגן, נישט פלוחן, נישט אס מידי הנדה. Also man beginnt mit die Verbote. Und dann beginnt man mit die Gebote. Bitte schön mit dem Löffel essen. Bitte beten vor dem Essen. Bitte achten auch auf dem anderen, dass sie haben was zu trinken. Das heißt, jeder Mensch weiß, man beginnt mit die Verbote, mit die Regeln. Und dann beginnt man mit die Gebote. Sie als Musiker wissen, dass beim Spielen gibt es zwei Teile. Technisch, physisch und von den Schomme. Die Muse, die Mut. Ja. Es gibt eine, der kann die technischen Sachen sehr gut eingreifen, aber sie fällt in der Schomme. Sie fällt in der Schomme. Es gibt eine, der kann sehr gut in der Schomme spielen, aber es fehlt an die technisch. Hashem will beides. Hashem will beides. Er will perfekten Technik und er will perfekten Neshome, soll der Mensch es gut machen, jetzt. Es gibt in dieser Welt zwei Sorten von Neshamot. Neshamot von Tzadikim und Neshamot von Beinonim, von Durchschnittliche. Wir gehören zu die zweite. Vielleicht bist du ein Tzadik, aber ich gehöre vielleicht zur zweiten Gruppe. Die Neshamot von Tzadikim, die werden genannt Neshamot von Yosef. Neshamot von Beinonim heißen Neshamot von Binyamin. Jetzt steht geschrieben bei Binyamin, und es wurde gefunden, die silberne Becher in seine Tasche. Und in dem Geburt von dem Binyamin war es auch sehr schwierig. Was lernen wir davon? Dass die Geburt von Binyamin, als Josef ist geboren, steht nicht geschrieben, es war schwierig. Josef ist ein Tzadik. Das ist der Neshamot von den Tzadikim. Es ist ein Geschenk von Himmel, bist ein Tzadik, Shalom, geboren, ein talentierter Neshome, mit Gefühlen und Handlungen zu Hashem, er ist verbunden. Josef nimmt nicht zum Herzen. Er ist immer verbunden mit Hashem, ob es gut oder schlecht. Ihr habt gedacht schlecht, Hashem hat gemeint Gutes. Das ist ein Tzadik. Ein Tzadik ist einer, der gibt Hashem Recht in alle seine Handlungen. Aber wir gehören zu Binyamin. Binyamin ist schwierige Geburt. Binyamin ist silberne Becher. Was ist ein silberne Becher? Silberne Becher, wenn es steht in die Vitrine, jeden zwei, drei Wochen, was muss man machen? Muss man nehmen eine Schmatkele mit ein bisschen Schmierherz von so, was man kauft im Geschäft und putzen dem Silber. Warum? Weil der Silber wird irgendwann schwarz. Gold bleibt Gold, aber Silber ist eine Metall, die man muss, das heißt Kesef. Es ist immer ein Razova, Shova, Nichsof, Nichsafti. Er will nicht, okay. Sagt der alte Rebbe, Tzadikim haben ihr Herz in ihre Besitz. Aber, sagt der alte Rebbe, handeln kann der Mensch so, wie Gott hat ihm befohlen. Und jeder Mensch, der hat Verständnis zu gesund, Chaim Tovim. Jeden Mensch, der hat Verständnis, dann soll er wissen, soll er darüber handeln, soll er darüber reden und soll er darüber zum Schluss kommen zum Gefühle. Was heißt das? Viele Menschen unterschätzen die Handlungen. Die Sache ist,
Das Handlung bringt spätere Liebe. Wenn du adoptiert jetzt ein Kind von Kambodscha, du hast zu dem Kind keinen Bezug, aber dann, du gibst diesem Kind Essen, Trinken, Arzt, Schule, Geld, Mühe, Liebe, Routine. Nach einer gewissen Zeit beginnt man ihn zu lieben. Nach einer bestimmten Zeit, es wird dem eigenen Kind. Nach einer bestimmten Zeit wird es dem eigenen Vater. Deshalb steht geschrieben, was ist größer, der biologische Vater oder der Erzieher? Sagt der Talmud, der Erzieher. Weil der Erzieher hat mehr gegeben als der Biologe. Das heißt, der lässt das Kind wachsen. Zum Beispiel eine hat einen physischen Vater. Er ist weg. Da kommt ein anderer. Und der andere war ein guter. Er hat ihn erzogen mit der Mama. Gut. Dieser Mann ist wie ein Vater. Jetzt. Bei den Handlungen spürst du Gefühl. Zu dem ersten vielleicht. Aber bei den Emotionen spürt man Gefühl zu dem zweiten. Und das ist immer ein Komplex bei dem Mensch. Sagt der alte Rebbe etwas sehr interessant. Ein Mensch soll beginnen mit der Handlung. Soll er beten. Wie sagt man? Mit dem Essen kommt der Appetit. Mit der Handlung kommt die Verständnis. Warum? Ein normaler Mensch, wenn er tut etwas, irgendwann will er es verstehen. Es gab in Amerika eine Geschichte, es war eine jüdische Catering in Williamsburg. Und es ist dort gearbeitet ein guter Goy. Ein feiner Goy. Und es hat ihm wehgetan zu sehen, dass jeden Abend diese Catering werft weg so viel Essen. Er ist gegangen zum Besitzer und er hat gesagt, der Besitzer, es ist nicht in Ordnung, es ist nicht schön, dass sie werfen so viel Essen jeden Tag. Ihr seid doch Juden und es gibt ein Verbot, Bal Tashris, Verschwenderungsverbot. Sagt der Besitzer, was willst du machen? Sagt er, es gibt gegenüber eine Altersheim. Ich will nehmen jeden Abend Essen und geben die älteren Leute gute Sachen. Gut, hat er gemacht. Fast alle Menschen waren zufrieden. Es war dort ein Schwarzer, ein Afrikaner. Wie sagt man? Dunkelhäutiger. Und hat gesagt, I don't want. Ich will nicht. Sagt er, warum willst du nicht? Sagt er, because it's coming from Jews. It's coming, es kommt von Juden. Ich will nicht. Sagt er, na und, ich bin auch keine Jude. Was geht dich an? Es ist ein gutes Essen und genieße es. Gut. Am Abend ist er gekommen zu seiner Mama und sagt seine Mama, no, dear son, how was your day? Sagt er, komisch, ich mache schon ein paar Tage gute Tat, ich bringe altes ein gutes Essen und es gibt dort einen Mann, der sagt, er will nicht essen von Juden. Und warum ist das so? Kannst du mir erklären? Sagt die Mama, ich erzähle dir heute ein Geheimnis. Dein Papa ist nicht jüdisch, aber dein Mama ist jüdisch. Wir wollten das dir nicht erzählen. Und wahrscheinlich diese Wille, was Gutes zu tun, diese Rachmones, kommt, weil die Neshome hat dir gebrannt. Wer war der erste berühmte Goy, der war bereit, Juden zu retten. Wer war das in der Geschichte? Ruth. Wer? Ruth. Nein.
Wer war die erste Frau, die war bereit, sich zu riskieren und eine Jude zu retten? Ein Hebräer. Ein Baby. Tochter von Pharao. Sehr gut. Respekt. Respekt, Schkoyach. Also, Batia. Wie kann das sein? Tochter von König riskiert ihre ganze Karriere um ein Hebräer, wo ihr Papa sagt, Todesstrafe, wenn jemand sowas tun. Sagt Rashi, 10 Minuten früher, sie ist gegangen zu baden. Diese Baden war für Giur. Sie wollte Giur machen. Sie hat von ihrer Götzendienerei gebadet, so sagt Rashi. Lirchotz mi gilulei betavia, zu baden von die Götzendienerei von ihrer Papa. Und in dem Moment, wo sie hat gebadet, es ist gleich in ihr geworden, a funkele Hebräer, a funkele Jid, a funkele von Neshome, von Rachmones. Deshalb? Die Liebe, die verborgen im Herzen, sie kann man bringen zu großer Flamme. Ich hab gesehen, es gibt so ein Gas, weißt du so, Flamme, Gas. Es gibt so eine Gas, wo man braucht nicht Streichhölzer. Der hat so eine Funke in die Mitte, tick, 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 tick. Und man macht die Flamme an und er schickt so eine Funke. Kennst du, weißt du, was ich meine? Es gibt so Herd und eine in die Mitte hat immer so eine kleine Funke brennt. Und wenn du machst die andere Flamme, du brauchst nicht mehr Streichhölzer machen. Es kommt alleine zu dieser... Der alte Rebbe sagt, der Benoni soll er nutzen, soll er öffnen sich und die Flamme, die in ihm schon befindet, es wird auch kommen. Das heißt, jeden Mensch will irgendwo tief in sich gut sein. Man muss nur jemand soll an ihm glauben und motivieren, das Gutes rauszubringen. So geht es. So geht es. Und dem heutigen Shiur zeigt zwei Sachen. Eins, der Mensch ist kein Robot. Robot darf man nicht nutzen zum Sefer Torah und auch nicht zum Matzah. Die Hasidim essen keine Matzah von Maschine. Warum? Weil sie wollen nicht essen am Pesach, Robot. Also die wollen essen am Pesach, das ist so wie, es gibt so Maschine von Kaffee. Du legst rein Geld und du druckst Kaffee, Milch, Zucker. Nun, schön. Aber es ist nicht zu vergleichen, wenn ich sage, Levi, geh, mach bitte dein Papa schöne Kaffee mit Milch und Zucker und er bringt das. Es ist schön. Und jetzt kommt die dritte Stufe. Wir haben gesagt, es gibt Eved Knaani und es gibt Eved Ivri. Und es gibt aber auch Ben oder Ohev. Der Arbeiter tut das, was der Chef befehlt. Der Sohn oder der Lieber tut das, was der Chef will. Das ist in Deutschland ein sehr interessanter Aspekt. Ob soll man machen nur das, was man befehlt im Büro? Oder soll man auch eigene Seichel nutzen, zu entscheiden? Und nicht wie ein Robot arbeiten. Oder und nicht wie Robot arbeiten. Also jeden großer Chef hat eine gute Sekretärin. Er will nicht Robot. Weil wenn er hat Robot, lasst er einen Anrufbeantworter. Warum will er eine Sekretärin? Weil die Sekretärin hat Seichel zu spüren beim Telefon. Hat Dat. Sie hat Dat, sie hat Vernunft.
Sie kann wissen, ob jemand will jetzt dem Chef für ihn oder gegen ihn. Einer will ihm was geben oder einer will ihm was nudgen. Weißt du, was ist nudgen? Nudgen bedeutet nudnik, belasten, ja. Ne, auf die Nerven gehen. Und sie kann es ganz genau filtern, verstehst? Deshalb braucht man keinen Robot. Genauso der Benoni will nicht sein ein Robot-Sekretär oder Diener von Hashem. Obwohl der hat eine Neshome von Benjamin. Der will auch die eigene freie Wahl zu entscheiden, ob er sein Mitgefühl dazu bringt. Schkoich. Hast du verstanden?